Digga, wir haben einfach einen verfickten geklauten Roller gefunden. Digga, das Ding ist einfach. Digga, das ist einfach komplett zerstört hier alles. Alter. Bruder. Jo Leute, was geht ab? Motoflo ist back mit einem neuen Video. Ah, heute bin ich am Spot. Wir haben heute eine kleine Mission, mal wieder, ne, man kennt ihn. Erstmal wollte ich mich vor allem für die 7000 Abonnenten auf YouTube bedanken. Was gerade abgeht, ist so heftig, einfach 7k jetzt. Digga, ich habe vor 2 Monaten wieder angefangen, aktiv Vlogs zu machen. Und jetzt gerade aktuell kommen weniger Videos, also jetzt so, ne, also ich werde jetzt wieder mehr produzieren, soweit es das Wetter zulässt. Einfach. Marvin hier schön Wheelies am Üben. Ja, weil ich gerade einen Lehrgang hatte. Deswegen kommt jetzt das Video erst am Dienstag, also morgen. Heute ist Montag, heute ist Feiertag, ne? Und halt keine Zeit, Videos aufzunehmen, weil ich immer sehr spät zu Hause war und das Wetter war dann blöd und dies und das und jenes. Ja, aber wir haben heute eine kleine Mission und dafür müssen wir da vorne hin, an dieses Waldstück. Und zwar hatten wir am Samstag hatten wir einen Kollegen da, der ist mit seinem Roller gekommen, mit einer 50er TPH. Und dann ist das ein bisschen eskaliert, würde ich mal behaupten. Ich blende euch mal so ein, zwei kleine Ausschnitte ein. Marvin, muss irgendwas reinbleiben? Nein! Es ist echt so schlimm! Ah, Brennerhand! Wartet, Jungs! Ich hab die Papiere! Die Papiere! Ich reiß so an! Nein, der gute Spritz! Nein! Ach du Scheiße! Jo, dafür müssen wir die Aerox jetzt hier vorne einmal hinstellen. Wir haben die nämlich, konnten die dann natürlich nicht mehr mitnehmen, weil die nicht mehr ganz so fahrbereit war. Ja, die ist noch da. Wir werden die da jetzt aus dem Gebüsch rausholen. Heute ist auch so anders windig mal wieder, ne? Machen wir schön Lenkradschloss rein. Die Aerox stand jetzt auch in 3 Wochen oder so beim Kollegen aus anderen Gründen. Zu meinem Moped, was ihr im letzten Vlog gesehen habt, kommen wir noch zu, nicht in diesem Video eventuell, sondern im nächsten oder so. Nehme ich überhaupt noch auf? Ja, eben hatte ich nämlich das Problem, dass ich keinen Ton hatte. Und hier Leute standen und ich wusste nicht, ob die Bullen rufen wegen dem Roller, weil die den gesehen haben. Ich ziehe mir mal wieder Handschuhe an. Man sieht es vielleicht schon da hinten. Ist ein bisschen durchblitzen in weiß. Ja, zum Glück haben wir heute ihren Schutzhelm an. Ne? Da liegt sie. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Alter, ist die am Arsch, Alter. Ja. So. Wie der eine oder andere schon gemerkt hat, ist der Titel natürlich reiner Clickbait. Das Ding ist nicht geklaut. Beziehungsweise der Anfang ist auch reiner Clickbait. Den muss ich jetzt gleich noch aufnehmen. Alle, die das Video bis hierhin geguckt haben, wissen es natürlich jetzt. Haben den Anfang schon gesehen. Mahlzeit. So, warte mal. Ja. Ich hoffe, ich kriege die hier vernünftig rausgeschoben. Natürlich, aua, Loch. Puh, ist das anstrengend. Jetzt geh weg. So, den Schlüssel haben wir natürlich dabei. Och Mann,
dieser blöde Auspuff. Jetzt blockiert das Hinterrad wegen dem Auspuff schon wieder. So eine Scheiße. So. Mann. Ey. So. Bitte halt so. Ihr auch alle weg. Wichser. Och, Dicker. Gut so. Habe ich nachher wieder Spaß am Verpixeln. Ich häng fest. Mann. Oh, Freiheit. Freiheit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Okay, jetzt muss ich den Anfang machen. Digga, wir haben einfach einen verfickten, geklauten Roller gefunden. Digga, das Ding ist einfach... Digga, das ist einfach komplett zerstört hier alles. Alter. Bruder. So, das war's dann auch mit dem Anfang. Puh. So, also zur Zusammenfassung. Der Roller war dafür gedacht, ihn zu zerstören. Und jetzt ist das Ding, der Auspuff ist halt lose, wie man unschwer erkennt. Und einen Schlüssel habe ich übrigens dabei. Doch, richtige Seite. Hier ein Broken Forearm. Mal ein paar mehr Klicks. Tube Money. So, Schlüssel rein. Guck mal, ob die Möhre noch läuft, ne? Ja. Wir werden die komplett auf Rahmen umbauen und als zweite Stuntrohre benutzen. Ihr habt ja wahrscheinlich das Video gesehen mit der Booster. Die hat ja Verkleidung und so. Aber die, da die so gut läuft, die läuft unfassbar gut. Machen wir den Auspuff wieder fest. Sitzbank drauf, alles Unnötige ab. So hier so Trittbrett und so eine Scheiße. Alles ab, ganz Tacho, Gedön hier oben, alles weg. Und irgendwie eine Lightbar hier vorne, dran Kabelbindern. Und dann richtig Stoff damit geben am Spot. Vielleicht baue ich noch eine Wheelie-Bar für das Ding. Sieht eigentlich relativ easy aus hier mit dem Rahmen. Müssen wir nur mal mit dem Tank gucken. Ja, aber ich würde sagen, ich bringe das Ding mal irgendwie zum Spot. Ja, ist nur ein bisschen doof mit dem Auspuff, ne? Was machen wir denn mit dem hier? Ja, Schraube ist natürlich abgerissen. Alles krumm und schief. Mann, jetzt muss der auch noch aufgebockt werden, Möhre. Ey, ich kriege hier so einen Anfall, ne? Ah, ich habe auch mies Pollenallergie. Schreibt mal rein, wer auch so ekelhafte Pollenallergie hat. Natürlich gut, dass ich dann auch auf den Schild. So vielleicht. Ja, wir probieren es einfach. Entzündungen. Hallo? Ja, ich gebe hier Gas mit dem Otto. Will er nicht mehr. Füllt er so hier ab. Ja,
Läuft doch die Möhre! Kannst du mich zu meiner Aerox bringen? Du bist ein Moped am Auseinanderbauen. Okay, da gehe ich halt zu Fuß. Ich bin am Zusammenbauen. Ja, alles gut. Mach du mal, viel Spaß. Ja, ist das ein Weg? So, jetzt schwingen wir uns mal wieder auf die Husqvarna, ne? Natürlich, wir gehen hin. So, da mein wunderbares Mikrofon nur aufgenommen hat, was ihr zuletzt jetzt gesehen habt, und danach bin ich noch mit der Aerox rumgefahren. Und ja, ich schneide noch rein, wie ich zurückgefahren bin. Das kann auch ohne Ton, weil das Ding ist saulaut. Genau, wir haben jetzt hier, wie gesagt, am Spot die Sitzbank drauf gemacht. Und wir werden die halt komplett umbauen auf Rahmen, halt als Stunt-Hure 2.0. Wir haben ja die Booster und da haben wir dann halt einen zweiten, ne? So. Falls ich es nicht erwähnt hatte, es ist natürlich kein geklauter Roller. Den haben wir hier am Spot zerstört und dann da hinten ein zweites Stück gepackt, weil wir an einem Abend alle ein klein wenig Alkohol-Intus hatten. Ja. Das ist jetzt so das Grunddinge, ne? Also Auspuff müssen wir gleich mal irgendwie festschrauben. Der Bremszug hinten, der ist, ja, was soll ich sagen, ne? Aber ansonsten, die Kiste läuft und fährt. Es werden jetzt da noch ein paar Umbauvideos, denke ich mal, folgen, beziehungsweise wie wir den ganzen Rest abbauen und alles schön machen, sodass man am besten keine Kabel mehr von außen sieht und sowas. So eine Geschichten halt. Ein bisschen tunen vielleicht in der Vario, einen neuen Bremszug holen und das dann da einbauen. Das Ding hier nehme ich mal mit, sonst hatten wir das mal. Wir haben das Ding immer pfleglich behandelt. Kleinere Gebrauchsspuren sind vorhanden. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, der Vlog, lasst ein Like und ein Abo da. Schön kommentieren, abonnieren. 80% oder über 80% meiner Zuschauer sind ohne Abo. Was ist los mit euch? Was ist da los? Was soll das? Abonniert mal. Macht mal hier. Macht mal hier. Macht mal Abo, 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 Abo. Genau. Ja. Oder rein. Ciao.